Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute ist wie immer der 1. November und am 1. November wisst ihr, was passiert. Da gibt es die Meilenschnäppchen. In der heutigen Ausgabe gehen wir auf alle Meilenschnäppchen ein. Das heißt also, wir fangen mit der Lufthansa an, machen mit der Swiss weiter, über die Austrian, über die LOT und schauen, was es so gibt diesen Monat. Und ich kann euch eins verraten, es bleibt spannend, es bleibt, ja, gut. Es sind gute Ziele dabei, deshalb. Also weiter geht's nach dem Intro. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Heute geht es um die Meilenschnäppchen und da bringen wir euch natürlich mehr Value für die Punkte. Das heißt also, dass ihr mehr Bang for the Buck bekommt. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, wisst ihr ja an dieser Stelle, was kommt, und zwar der Abonnierbefehl. Abonniert den Kanal, damit wir weiter wachsen, auch ohne den Hofmeister in der heutigen Folge. Er ist ja eigentlich auch nie bei den Meilenschnäppchen dabei, ist nicht so dein Thema, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall, nachdem ihr abonniert habt, die Glocke anmachen und ganz, ganz wichtig, diesen Beitrag nicht nur liken, sondern auch unten kommentieren. Ja, dann lasst uns doch einfach mal reinschauen, welche Meilenschnäppchen es gibt. Und da mache ich euch einfach mal den Splitscreen an. Da muss ich dann die Taste finden. So, hier haben wir den Splitscreen. Da seht ihr einfach, dass oben schon Werbung gemacht wird für Mexiko-Stadt in der Economy Class, aber da wir ja die Economy Class gar nicht wollen, sondern wir filtern einfach die Business Class raus. Warum? Ganz einfach, weil es einfach am meisten Bang for the Buck gibt. Meistens gibt es auch die Ziele, die es in der Business Class gibt, auch eh in der Economy oder in der Premium Economy. So, also erstmal um die Daten fest zu zurren, ganz, ganz wichtig ist es einfach, ihr könnt jetzt diesen Monat die Meilenschnäppchen buchen und die Flüge bei der Lufthansa zum Beispiel, die sollten sein im Reisezeitraum bei den Kurzstrecken vom 15. Januar bis zum, Quatsch, 15. Dezember bis zum 31. Januar. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr Langstrecke fliegt, da habt ihr etwas mehr Planungshorizont, da wäre es der 15. Februar bis zum 31. März, ganz genau. Also das ist dann der Reisezeitraum, aber gebucht werden muss wirklich diesen November. Ihr wisst ja ganz wichtig, die Einschränkungen, die bei den Meilenschnäppchen gelten. Ich habe sie einfach nochmal unten in die Kommentare bzw. über die Kommentare in die Shownotes reingeschrieben. Dann lasst uns einfach mal gucken, innereuropäische Ziele gibt es natürlich auch, Amsterdam, Athen. Aber was spannend wird, wird Atlanta zum Beispiel mit 55.000 Meilen anstatt 112.000 Meilen. San Francisco, Seattle, dann versteckt sich hinter meinem Bild noch Boston und dann Toronto, Dubai ist auch spannend, allerdings weniger wert zu bezahlen, 40.000 statt 70.000. Montreal gibt es, Denver gibt es, Detroit gibt es. Wer nach Erbil möchte, das liegt glaube ich in der Türkei, da geht es hin. Also, aber auch Vancouver, Mexiko-Stadt, dann Edinburgh, Glasgow, also da sind so viele Ziele dabei, die nicht nur europäisch sind. Auch seht ihr zum Beispiel Eurowings Discover Ziele, die ihr fliegen könnt, Bodrum, Korfu, also alles Warmwasserziele mit Heraklion, Skiathos, Rhodos, Kavalakos. Also da gibt es sehr, sehr viele Sachen. Ich scroll einfach mal runter. Santorini ist immer eine Reise wert. Aber für uns alle ist ganz, ganz wichtig, Teneriffa fliegt übrigens noch, finde ich sehr spannend, für 18.000 anstatt für 70.000. Ihr merkt also, bei den Eurowings gibt es immer noch mehr Bang for the Buck. Ja, ganz wichtig ist in meinen Augen das, was hier oben war. Deshalb gehe ich da auch wieder zurück. Das sind die nordamerikanischen Ziele, die wir ja so lange erwartet und vor allem erhofft haben. Das heißt also, dass wir da ganz einfach jetzt wieder tolle, tolle Ziele haben und natürlich auch die Reisefreiheit, die wir bekommen haben, weil Amerika wieder aufgemacht hat für geimpfte Personen, hat die Lufthansa direkt dann natürlich umgesetzt. Ja, lass mich wissen, welches Ziel für euch das spannendste ist, damit wir da einfach mal schauen können. Dann schaue ich für euch auch nochmal nach, wenn wir jetzt nicht nur ab Deutschland gucken, sondern wenn wir ab Schweiz gucken, was ja unsere Freunde von der Swiss sind. Und da schauen wir dann einfach mal auch direkt in der Business Class. Und da sind ja auch die Reisezeiten in der europäischen Reisezeit genauso wie auch jetzt. Heißt also, ihr könnt da dann hinfliegen vom 15. Dezember bis zum 31. Januar und dann last but not least für die Langstrecke ist das dann der 15. Februar bis zum 31. März. Da lasst uns doch einfach mal die Ziele durchgehen
Amsterdam, Barcelona, Belgrad, das ist alles der Quatsch, den wir schon kennen, um es mal so zu sagen. Auch viele europäische Sachen, da seht ihr das. Prag, Wien. Aber jetzt kommt es. Los Angeles für 55.000 statt 112.000 Meilen. San Francisco, Montreal, New York, JFK in dem Fall. Bangkok, 70.000 anstatt 142.000. Tokio auch für 70.000 anstatt 142.000. Das sind doch geile Ziele. Und natürlich dann die paar europäischen Ziele, die es wie immer gibt, wären dann zum Beispiel auch komplettiert durch Kairo im Nahen Osten oder beziehungsweise dann Boston, Los Angeles, was natürlich auch super ist. Aber das sind Economy-Class-Ziele. Daran seht ihr, wenn man den Filter nicht setzt, dann kriegt man das Ganze auch gemixt. Aber ich mache da einfach mal den Filter schnell rein. Für die Business Class, so einfach ist das. Und schon haben wir es rausgefiltert. Und dann seht ihr das auch, dass es halt wirklich San Francisco gibt, Bangkok, Boston, Toronto, Seattle, Detroit. Etwas anders die Ziele als bei der Lufthansa, Denver, Mexiko, Vancouver. Also insofern, da sind doch tolle Ziele dabei. Also wer bei der Swiss in der Business Class fliegen möchte, ich kann es nur empfehlen. Man hat ja jetzt auch dieses Konzept Dine on Demand oder in der First Class hieß das bei Lufthansa immer Master of Time Konzept. Also das heißt, dass man das Essen sich bestellen konnte, wann man essen wollte oder hungrig war, was dann zum Desaster geführt hat. Angeblich war die Crew ja den Tränen öfters in der Galley nahe. Kann ich verstehen. Also insofern haben wir die Swiss abgearbeitet. Jetzt schauen wir doch einfach mal, was die Freunde von der Austrian haben. Und da geht das auch wieder ganz einfach. Dann gucken wir doch einfach die Abflüge von Österreich. Und dann geht das direkt weiter. Den Fehler machen wir nur einmal. Geben dann die Buchungsklasse direkt Business Class ein. Und da seht ihr dann auch wieder Stockholm, Bologna, Larnaca, also die ganzen europäischen Ziele. Aber jetzt kommt es selbst. Von Österreich aus könnt ihr mit der Austrian nach Chicago und nach JFK fliegen oder nach Atlanta über die Lufthansa über Frankfurt geroutet. Ganz wichtig ist der Unterschied bei der Austrian. Der ist da, dass die Austrian zum Beispiel keinen Inlandsflug dabei hat oder keinen Connecting-Flug. Also das heißt, es geht direkt ab Wien los. Bei der Lufthansa ist es ein Connecting-Flug in europäisch. Gehen wir doch einfach mal auf den Chicago-Flug von der Austrian. Klicken das Ganze mal an, als ob wir das buchen wollen. Dann zeigt er euch übrigens auch die Reisezeit an vom 1.11. bis zum 30.11. und der Reisezeitraum 15.02. bis zum 31.03. Ihr wisst ja, ihr müsst immer dazu zahlen. Ihr könnt dann ungefähr mal dazu rechnen 400, 500, 600 Euro je nach Reiseziel, damit ihr da so einen Wert habt. Aber lasst uns dann mal weiter gucken, was bei der Austrian noch so kommt. Schauen wir mal. Hat er sich aufgehängt? Machen wir nochmal einen Refresh und da sind wir schon wieder am Start. Sind also insgesamt 23 Ziele und nachdem wir dann weiter runter scrollen, sehen wir halt, dass das auch viele Sachen sind, die halt über Lufthansa geroutet sind und es geht mit der LOT nach Warschau. Ja, ganz genau, das ist ein LOT-Ding. Dann lasst uns doch direkt mal schauen, was die Freunde von der LOT als Meilentickets haben, als Meilenschnäppchen diesen Monat. Und dann setzen wir doch den Filter einfach auf Polen. Sehr schön, dass das direkt unter Österreich ist. Geben auch hier wieder als Buchungsklasse Business Class an. Und last but not least schauen wir uns dann die Ziele einfach mal an. Das sind dann wieder die innereuropäischen Ziele, sogar nach Chișinău, beziehungsweise Chișinău, weiß gar nicht, ob das dasselbe ist, aber Chișinău kenne ich, da habe ich Kunden, die auf das hinfliegen. Belgrad, Odessa, St. Petersburg, also sehr, sehr ostlastig am Anfang alphabetisch, aber auch hier dann wieder Chicago, Delhi haben sie dabei, Atlanta auch wieder über Lufthansa, da seht ihr, dass man das mittlerweile auch alles anzeigt, was da los ist und was da geht. Denver, Erbil, das sind alles Ziele von der Lufthansa, die wir kennen, aber wer mit der Austrian fliegen, wieder mit der LOT fliegen will, war schon ein bisschen wieder durch. Wird hier ganz, ganz wuschig. Wer mit der LOT fliegen will, hat dann diese Ergebnisse. Warte jetzt, müssen wir nochmal einen Refresh machen. Es hat sich wieder aufgehängt. Ach, das ist mal so schön, wenn das während der Sendung sich aufhängt. Ne? Da sind wir in der Ziele von der LOT. Wäre wirklich Chicago oder Delhi. Das wären Ziele, die man mit denen anfliegen kann. Ja, ich hoffe, ihr habt einige Inspirationen gefunden und ich finde es sehr, sehr gut, dass wir da sehr, sehr lastig sind Richtung Nordamerika.
Das sind Ziele, die mich überraschen und freuen. Los Angeles finde ich toll, vor allem zu den Meilenwert. Chicago ist ja derselbe Meilenwert, 55.000 anstatt 112.000. Also da kann man dann gepflegt hinfliegen, plus die Kurtaxe, die man zahlen muss. Aber auch nach Asien geht es mit Bangkok als Ziele. Ja, lasst mich doch einfach wissen, welches Ziel ihr gebucht habt. Ich selber hadere noch, ob ich Los Angeles buchen soll als Meilenschnäppchen oder ob ich vielleicht selber nochmal buche als Flug nach Los Angeles gegen Cash, weil ich will ja die Meilen haben. Nächstes Jahr ist ja wieder Qualifikation oder Requalifikation. Das muss man halt immer bedenken. Je nachdem, wie die Preise sind, lohnt sich das ja nicht immer. Aber wichtig ist, denkt daran, für jede Fluggesellschaft habe ich euch nochmal die Specials unten in den Bedingungen reingeschrieben, dass ihr da also wirklich seht, was bei den Meilenschnäppchen geht und was nicht geht. Vor allem, was nicht geht, ist, es sind fixe Tickets. Heißt also, wenn ihr wisst, dass ihr fliegt, dass ihr diese dann bucht. Im Rahmen von Covid gibt es im Moment natürlich immer noch die Sonderkulanz, dass man kostenlos umbuchen kann. Aber wenn alle Stricke reißen, kann man gegen 50 Euro natürlich sich alles erstatten lassen, selbst die Meilen. Ja, Abonnierbefehl am Ende, wie immer, wisst ihr ja. Abonniert uns dann vor allem, Glocke an und dann unten liken den Beitrag und kommentieren. Also, nicht vergessen zu kommentieren, dann freue ich mich auf den Dialog und vor allem auf eure Fragen. Also, danke, bis bald und bis zur nächsten Ausgabe, die vielleicht heute kommt, weil... Ja, ihr wisst es ja, heute kommt noch der Ausblick auf die Miles & More Aktionen diesen Monat. Hoffen wir mal, dass der Hoffmeister nachher kann. Also, bis dann. Ciao.